So, hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zur nächsten Folge des Emacs Screencasts. Es ist jetzt schon die fünfte Folge und ich freue mich, dass ihr wieder auf dem Kanal Datenschauer eingeschaltet habt. Mein Name ist Stefan und wir schauen uns heute Org Mode weiter an. Wir haben ja in der letzten Folge, habe ich euch so ein bisschen die Basics von Org Mode gezeigt, wie ihr euch so in der ganzen Hierarchien und Ebenen und so weiter bewegen könnt, wie ihr neue Überschriften, Ebenen anlegen könnt, wie ihr das Ganze verschieben könnt, wie ihr Tags, To-Dos und so weiter handelt, wie ihr Termine schedulen könnt oder eine Deadline setzen könnt und wie ihr das Ganze in eurer Org-Agenda-Ansicht aufmachen könnt. Und heute soll es so ein bisschen darum gehen, dass ich euch zeige, wie mein Org-Mode-Workflow ist, weil es gibt so unheimlich viele Projektmanagement-Anleitungen, Personal-Information-Management-Anleitungen und ich wollte euch einfach meinen kleinen Beitrag dazu zeigen, wie ich Org-Mode nutze für meine persönlichen Alltag, wissenschaftlichen Alltag und so weiter, um wirklich mir alle Termine, Aufgaben, alles was so ansteht, einfach merken zu können und wie ich das Ganze strukturiere. Und da gibt es natürlich auch einige Anpassungen, die ich so vorgenommen habe in den ganzen Variablen und so weiter. Wenn ihr das noch nicht wisst, wie das in Emacs funktioniert, dann empfehle ich euch diese Episode, die ich einblende. Da geht es eben um Anpassungen, wie mache ich das in Emacs, wie erweitere ich Emacs und so weiter. Gut, und bevor wir starten, eine Neuigkeit noch, die mich total freut und die mich gleichzeitig heute in dem Video wahrscheinlich ein bisschen einschränken wird. Meine neue Tastatur ist gekommen. Ich halte die mal hier in die Kamera. Das ist meine Expose Lite. Gibt es für $80 mit Versand bei Expose. Und total genial. Es ist eine ergonomische Tastatur und ich werde auf jeden Fall noch ein Video zum Thema Ergonomie machen und auch einen Review zu dieser Tastatur. Das ist einfach total genial und dadurch, dass aber hier zum Beispiel Control und Shift und Enter und Backspace und so ein bisschen anders angeordnet sind, ein bisschen besser eigentlich auch für die Ergonomie, muss ich mich einfach noch ein bisschen damit zurechtfinden. Also seht ihr es mir nach, wenn ich die ein oder andere Taste nicht so ganz treffe. Und dann würde ich sagen, dann blende ich mich jetzt aus und wir gehen in Emacs rein und starten jetzt das Ganze mal. So, ich hoffe, ihr könnt das Ganze sehen. Ich, Moment, ich muss ja mal auf Emacs switchen. So, und ich denke, es passt von der Größe hoffentlich her. Und ihr könnt es sehen, ich habe hier mal so ein Testfile angelegt, wo ich mal ganz wild so Pseudo-Aufgaben und Hierarchien angelegt habe. Und also ich, ups, natürlich, ja, das genau das ist das, ja, also neue Tastatur und schon verdrückt man sich, aber egal. So, hier mal so drei Bereiche, die ich mir so jetzt mal ausgedacht habe. Wo ich auch meine eigenen Aufgaben verwalte. Also einmal habe ich den Bereich Arbeit, das ist bei mir natürlich die Universität. Dann habe ich den Bereich Persönliches, Family und so weiter, ist damit drin. Also einfach, was so mein Alltag neben der Arbeit ist. Und dann habe ich meistens noch so irgendwas, so Hobbys oder ich habe auch noch so einen Punkt Sometimes, ja, also irgendwann mal, ja, irgendwelche Sachen, die mir einfallen und wo ich sage, ja, irgendwann mal will ich darüber nachdenken. Und ihr seht jetzt schon, wenn ich das jetzt mal hier aufklappe, das Ganze hier, dann sollte euch auffallen, dass hier so ein paar Sternchen fehlen. Wenn ich mal hier an den Anfang springe, seht ihr, dass unter dem Cursor eigentlich noch so ein Sternchen ist, ja, aber die ja ausgeblendet sind. Also das finde ich sehr vorteilhaft, das Ganze. Dadurch wirkt einfach die Ebenenhierarchie ein bisschen besser. Und deswegen gehen wir jetzt hier mal runter.
habe ich so ein paar Configs mitgebracht. Die findet ihr natürlich auch immer in meinem GitHub-Repo. Habe ich euch verlinkt in die Show Notes. Da findet ihr die aktuelle Init-File. Und ich definiere mir immer so ein paar feste To-Do-Items. Also normalerweise könnte man ja, das habe ich ja hier oben immer noch, normalerweise kann man in OrgMod ja hier seine To-Dos festlegen und auch die Tags. Aber die wollen wir jetzt hier mal löschen. Genau. Und dann mal wieder hier runtergehen. Und ich definiere mir diese To-Dos übergreifend überall meine Org-Mode-Files, weil ich bin sowieso ein Freund eines einzigen Org-Mode-Files, wo ich mehr oder weniger alle meine Bereiche verwalte. Ja, also das ist schon mal das eine. Und ich will aber auch in allen anderen Org-Mode-Files, zum Beispiel manchmal lege ich mir eine Datei, die sehr projektspezifisch ist, an. Ja, und da möchte ich aber auch die gleichen To-Dos und so weiter haben. Das kann man natürlich machen, wie man möchte. Und die kann man sich in der Init-File eben hier über diese Variable org-to-do-Keywords anlegen. Und da gibt man einfach diese Sequenz ein und die ist eigentlich wie oben, ja. Und was jetzt aber Neues hier sind folgende Sachen. Also klar, hier ist der Name des To-Dos. Hier hinten ist dann die Abkürzung. Also wenn ich Steuerung C, Steuerung T mache und dann S, dann springt ein Punkt auf Started. Das können wir hier mal machen. Steuerung C, Steuerung T und S. Ja, dann ist das Ganze auf Started. Und wenn ich mit Shift, ne, doch Shift und links, rechts, gehe ich eben von links nach rechts diese Sequenz hier durch. Ja. So, und jetzt gehen wir nochmal hier runter. Also, das gilt ja hier für Termin und Projekt. Ich sage gleich noch was dazu. Aber Achtung, jetzt kommt der Punkt Waiting. Und der Punkt Waiting hat hier noch hinter der Abkürzung W noch ein Add stehen und ein Ausrufezeichen. Ja? Und was bedeutet das jetzt? Also ein Ausrufezeichen, das ist ja auch bei Someday und bei Done und ja, also nur bei Someday und bei Done ist es alleine, ohne Add. Dieses Ausrufezeichen heißt, immer wenn ich das auf diesen Status setze, dann logge mir doch bitte eine Timestamp, wann ich das Ganze begonnen habe. Ja? Und das seht ihr hier steht jetzt in dieser Zeile, ich mach mal kurz noch einen Modus an, H-Line Mode. Dann seht ihr mir die aktuelle Zeile, in der ich bin, vielleicht ein bisschen besser. Genau, der wurde hier am 20.10. um 9.27 Uhr hier angemacht. Und genauso, wenn ich jetzt hier reingehe, und jetzt sage, okay, wir setzen jetzt das Ganze mal auf Waiting, weil ich da auf irgendjemand warten muss. Jetzt pass auf, was passiert. Jetzt geht ein neues Fenster auf, weil hier ist jetzt noch dieses Add-Symbol mit drin. Und dieses Add-Symbol heißt, mach eine Notiz, auf was ich warten muss. Ja? Beispiel muss auf Ende des Videos warten. So zum Beispiel. Und dann mit Steuerung CC habe ich das Ganze jetzt hier in diesem Waiting-Status. Ja? State Waiting from Project. Und hier sehe ich dann, ach ja, ich musste noch warten. Das ist echt ganz cool, weil ja. Ich mir mehr oder weniger zu all meinen States, zu all meinen To-Dos immer auch gerne Kommentare mache. Gerade bei sowas. Warum habe ich denn eigentlich eine Aufgabe gecancelt? Oder delegated? Warum steht die auf delegated? Ja, an wen habe ich die denn delegiert? Ich habe die aus dem Kopf draußen. Ja, brauche ich mich nicht mehr drum kümmern. Da kümmert sich wer. Aber wer kümmert sich eigentlich drum?
Ja? Und damit ich das nicht vergesse zu notieren, gibt es einfach dieses Add und dieses Ausrufezeichen. Das Ausrufezeichen macht, okay, hier kommt ein Timestamp rein. Ich weiß genau, wann ich diesen Status gesetzt habe. Und dieses Add macht, dass ich mir einen Kommentar hinzufüge. Genau, und genauso mache ich das auch mit den Tags. Also ich will nur ein paar. Ich habe normalerweise nur die Tags Uni, at home, unterwegs und dringend. Wobei ich eigentlich tatsächlich manchmal nur dringend vergebe. Ich bin gar nicht so der Typ, der so viele Tags vergibt. Und meistens habe ich sowieso in meiner obersten Hierarchie einen Tag vergeben. Zum Beispiel, wenn ich hier mal auf hier Uni gehe, dann seht ihr, dann ist hier das Tag Work vergeben. Und ich habe das so eingestellt, dass Org Mode dieses Ganze vererbt, Tags vererbt. Das heißt auch, die ganzen Ebenen darunter, Dissertation, Forschungsgruppe, Python-Kurse und darunter, bekommen automatisch das Tag Work. Und es hilft mir in meiner Org-Agenda. Ja? Ihr wisst ja, die Org-Agenda mache ich mit Steuerung C, A, A. Die ist jetzt ein bisschen klein. Ich mache sie mal hier ein bisschen größer. Und da seht ihr hier hinten eben die ganzen Tags stehen. Und das sind ja einige Unterpunkte hier. Und die haben einfach alle von der obersten Ebene, haben die das geerbt, diesen Tag. Und das finde ich ganz gut, weil zum Beispiel es gibt hier ein Tag Family. Und ich kann mit einem Forward Slash, kann ich ja filtern. Und dann könnte ich jetzt sagen, okay, filter mir mal auf at home. Und dann bekomme ich eben nur die Aufgaben angezeigt, die ich in der Org Agenda, die ich zu Hause zu tun habe. Das ist eben at home. Ich weiß auch nicht, warum er das hier jetzt gerade so ein bisschen komisch umbricht. Das ist mir jetzt auch neu, dass es hier jetzt nicht mehr auf eine Zeile geht. Aber gut, sei es drum. Wir können das Ganze natürlich wieder, wenn wir das Ganze löschen hier, dann kommt einfach wieder alles. Ja, das ist, also irgendwie ist es beim Zoomen und Rauszoomen irgendwie noch nicht so cool mit der Org-Agenda. Ich versuche das trotzdem ein bisschen größer zu machen. Es zerhaut mir so ein bisschen, sehe ich gerade, wenn ich das suche. Ich mache die mal nochmal neu. Nee, das wirkt auch nicht. Ich kill die mal. Mache ich die nochmal hierher. Jetzt sieht es doch wieder viel, viel besser aus. Genauso möchte ich das. So. Und genauso kann ich mir das Ganze natürlich auf Work filtern und so weiter und so weiter. Also filtern tue ich gerade am Morgen, wenn ich am Arbeitsplatz aufschlage, dann filtere ich immer gerne, mache ich die Org Agenda her und filtere auf meinen aktuellen, auf die Arbeit dann eben auf Work. So, gehen wir ja nochmal zurück. In das Ganze, also das sind meine Tags. Und dann gibt es hier noch diese Org Draws. Und diese Org Draws, das sind jetzt Sachen, die habe ich euch noch nicht gezeigt. Und ich überlege auch gerade, warum eigentlich sollten diese States hier, die gesetzt werden, und auch der Kommentar, die sollten eigentlich in einem Drawer landen. Und ich schaue mal kurz, wieso das so ist. Ja, und ich weiß jetzt auch schon, wieso das Ganze der Fall ist. Ich muss natürlich hier noch Org Log into Drawer setzen. Und dann sollte das Ganze auch funktionieren. Ich glaube, ich muss hier nochmal Org Mode für diese Datei hier noch einmal starten. Und dann probieren wir das nochmal hier mit diesem Hobbys aus. Jetzt sagen wir mal hier mal so ein Test. Wir canceln das und sagen, lassen wir
Test. Ah, und wunderbar. Da kommt mein Logbook. Also so mag ich das eigentlich, dass diese States da unten, dass ich die nicht dauernd sehe, wenn ich meine Ebene aufmache. Ja, mit Tab, wenn ich meine Ebene aufmache, dann will ich dieses ganze Zeug hier eigentlich gar nicht sehen. Ja, lösche mich hier mal nochmal raus. Sondern dafür gibt es Draw. Das ist jetzt eine Sache, die ist wieder neu und ich liebe Draw. Die sind eigentlich so, die funktionieren relativ easy. Ich habe einen Doppelpunkt, dann ein Keyword, wieder ein Doppelpunkt, dann irgendwas dazwischen und das Ganze endet mit Doppelpunkt and Doppelpunkt. Und ja, hat mir jetzt eben reingeschrieben, hier State cancelled from waiting am so und so vielten und noch mein Kommentar dazu. Und das ist hier in meinem Logbook drin. Ja. So kann ich zum Beispiel auch, habe ich euch auch noch nicht gezeigt, zu Schnellnotizen machen. Nehme ich selten her, aber auch da funktioniert es, wenn ich Steuerung C, Steuerung Z mache, kann ich Notizen zu meinen Überschriften hinzufügen. Wenn ich jetzt sage, und dann seht ihr, ist auch in meinem Logbook hier drin. Ja. Ziemlich coole Sache. Note taken on. Das ist eine Notiz. So, und das finde ich echt ganz cool. Und vor allem hier für meine States, Keywords finde ich das Logbook, so ein Draw, richtig, richtig gut. Okay, das sind so meine Einstellungen, so meine generellen To-Dos, Tags und eben diese Draw. Dann kommen wir mal zu dem Thema Schönheitschirurgie. Machen wir das mal hier zu. Schönheitschirurgie habe ich das Ganze genannt. So ein paar Sachen, die ich eben gerne habe. Jetzt ist schon wieder hier mein Ageline-Mode weg. So, das erste ist Orchid Leading Stars. Und zwar Hide Stars. Die Variable könnt ihr euch mal ein bisschen anschauen. Auf jeden Fall macht die genau das. Sie versteckt diese führenden Sternchen und lässt immer nur das letzte Sternchen stehen. Das finde ich einfach ein bisschen hübscher. Es gibt auch noch andere Einstellungen anstatt Hide Stars. Was könnte ich hier noch nehmen? Gehen wir hier mal in die Dokumentation rein. Ah ja, es gibt hier nur die beiden Hide Stars und Show Stars. Also mehr Argumente gibt es hier eigentlich gar nicht. Aber okay. Gut. So, dann mag ich es, wenn Org blank before new entry. Das heißt, immer wenn ich eine neue Heading hinzufüge, soll Org Mode eine leere Zeile einfügen. Also ich mag es, wenn meine Ebenen nicht so zusammenpappen. Das bringt mir einfach ein bisschen mehr Übersicht. Das heißt, wenn ich hier jetzt eine neue Ebene da oben hinzufüge, dann seht ihr, ist hier eine Leerzeile automatisch hinzugefügt worden. Das Ganze ist, wenn ich hier auch darunter quasi eine neue Ebene öffne, auch hier wird dazwischen eine Leerzeile eingetragen. Das finde ich einfach ein bisschen übersichtlicher. Und die Argumente hier bedeuten, wenn ich eine Überschrift hinzufügen, dann soll immer always eine neue eine leere Zeile hinzugefügt werden. Und aber bei Listen da eben nicht. Also bei Listen wiederum mag ich es nicht. Manche mögen das bei Listen. Wenn ich hier eine Liste erstelle und dann eben eine so, dann soll da keine Leerzeile dazwischen sein. Okay,
So viel zu dieser Einstellung. Org Cycles Separate the Lines. 1. Das heißt, wenn ich wie viele Leerzeilen soll Org Mode zeigen, wenn ich die Ebenen zusammenfalte und ich möchte, dass da einfach eine Leerzeile dazwischen auch bleibt. Ja? Dass das Ganze nicht so aussieht, sondern dass eben diese Leerzeile hier wirklich gewahrt bleibt, ja? dass mir die angezeigt wird. Das habe ich gerne. Dann Org Ellipses. Mit Org Ellipses stelle ich das hier hinten ein. Ja? Schau, hier. Normalerweise werden hier drei Pünktchen angezeigt und diese drei Pünktchen sind Pappen mehr oder weniger direkt am Ende der Überschrift. Das mag ich aber nicht. Das verwirrt mich auch manchmal ein bisschen, so diese drei Pünktchen. Deswegen habe ich hier einfach diese eckige Klammer genommen, also diese spitze Klammer und ein Leerzeichen noch definiert. Ja, dann finde ich, sieht es einfach ein bisschen besser aus, wenn darunter eben noch was existiert. Dann soll er mir das Ganze so anzeigen. Ja? Okay. Dann Org Hide Emphasis Markers. Wir sind ja noch nicht so wirklich zum Schreiben in Org Mode gekommen. Da kommen wir wahrscheinlich in der übernächsten Folge drauf, wie das Schreiben von Arbeiten und so weiter in Org Mode funktioniert, wie der Export funktioniert. Aber ich kann ja hier solche Sachen machen wie so, und ihr seht, im Prinzip sind jetzt hier eigentlich vor dem Ein und nach dem Ein sind hier zwei Forward Slashes, stehen hier tatsächlich auch. Also in dem eigentlichen Text, das was in dem Buffer steht, stehen da auch wirklich noch diese Forward Slashes. Und auch bei dem Das, da sind davor und danach Sternchen und die bedeuten einfach, macht das Ganze fett. Und ich will mir das einfach nicht anzeigen lassen. Das sieht einfach ein bisschen natürlicher aus. Ja? Aber man muss halt auch dran denken, dass da wirklich noch so ein... also wenn ich jetzt auf Backspace gehe und lösche, ja, das macht er sogar, dann muss ich hier, glaube ich, erst... so ein Leer... Das ist manchmal ein bisschen verwirrend. Ja? Also jetzt erst könnte ich diesen Forward Slash hier löschen. Ja, dann sehe ich den. Also da sich da nicht verwirren lassen. Das ist so eine Geschmackssache, aber da ich ja sehr viel Text in Org Mode schreibe, finde ich das einfach hübscher, wenn ich das Ganze mir eben so anzeigen lasse. Auch wenn ich zum Beispiel solchen so einen Code-Style hier habe. Ja, auch das sieht einfach hübscher aus, wenn ich da diese Ist-Gleichzeichen vorne und hinten einfach nicht sehe. Ja, also das macht Hide Emphasis Markers, dann Org Startup Folded, das bedeutet einfach, wenn ich in den Org Mode reingehe, in den Org File, wie soll mir das Ganze angezeigt werden? Und ich mag es einfach, das habt ihr gesehen, als ich Org Mode wieder neu gestartet habe, bei mir ist alles zusammengefaltet. Ja, ich mag also nicht überhäuft werden von diesem ganzen Kladderadatsch, sondern mag einfach nur meine ersten Ebenen sehen und dann kann ich eben in die Ebenen hineinspringen. Und wie ich euch später noch zeige, manchmal navigiert man ja sowieso über das Org Agenda File, gerade bei seinen Tasks und so weiter. Wie das geht, das zeige ich euch nachher noch. Ja, Source Fontify Natively, das ist noch was, das kommt dann bei Org Babel. In den nächsten Folgen werde ich euch zeigen, wie man auch Code in Org Mode sehen kann, beziehungsweise hier seht ihr es ja schon. Also das Ganze, damit ihr dieses SetQ in lila seht oder dass ihr eben hier diesen String, ja, dass ihr den blau seht, ja, das macht genau dieses Source Fontify Natively, weil ich habe das Ganze eben, wie gesagt, da kommen wir später noch dazu, in so einen Code-Block gerappt und damit erkennt Org Mode, hey, das ist jetzt Lisp-Code, und zwar Emacs Lisp, und SetQ ist eben
eine wie heißt Symbolic Expression, ja, eine spezielle Form. Deswegen mache ich das lila und ein Zeichen zwischen zwei Hochkommata ist eben ein String, deswegen mache ich das blau und so weiter und so weiter. Das heißt, das wird mir eben hier schön als Code angezeigt. Und das letzte ist Org Indent Mode Nil. Es gibt so ich weiß nicht, ich schalte es immer aus. Mich verwirrt es manchmal so ein bisschen, wenn Org Mode versucht, Zahlen irgendwie richtig einzurücken und so weiter. Das mache ich wiederum anders. Das ist vielleicht auch noch so ein Punkt zum Thema Ergonomie. Ich benutze nämlich in meinem eigenen Emacs den Evil Mode. Das heißt, das sind eben Keybindings aus Vim. Was das heißt, das erfahrt ihr in den nächsten Folgen zum Thema Ergonomie. Aber deswegen mache ich das eigentlich aus. Also das brauche ich einfach nicht. So viel dazu. Ja, das nächste sind dann, das habe ich mal genannt, Convenience-Sachen. Also Dinge, die einfach praktisch sind. Und da habe ich auch gar nicht so viele. Das ist Org Catch Invisible Edits. So, wenn ich jetzt so eine Ebene eingefaltet habe und würde aber da jetzt irgendwas löschen oder verschieben, dann soll mir irgendwann einfach sagen, hey, Moment mal, da ist noch Text, ja, den siehst du jetzt bloß nicht, den habe ich dir ausgeblendet, aber pass auf, ja. Genauso wie das nächste, Control K Protect Subtree. Das heißt, normalerweise kann ich ja einen ganzen Subtree löschen mit Steuerung C, Steuerung K. Und wenn da aber noch weitere Subtrees drunter sind, ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mal auf diesen OrgModConfig aus InnoDL gehe und dann Steuerung C, Steuerung K machen möchte, dann löscht er mir den nicht. Ja? Weil da sind ja noch ein paar Subtrees drunter und deswegen, ja, ist da einfach diese Protection drin, dass ich nicht aus Versehen Sachen mit lösche. Dann Org Return Follows Link. Ich kann in Org Mode Links setzen. Ja, das habe ich euch auch noch nicht gezeigt, aber ich kann mit Steuerung C, Steuerung L. Hier unten seht ihr es leider bei mir ein bisschen klein. Dann kann ich jetzt sagen https:// google. Ups. Google.com. Und Return. Dann habe ich hier jetzt Google. Und normalerweise geht man auf so einen Link, indem ich den Cursor draufsetze und dann mache ich Steuerung C, Steuerung O. Ups. Steuerung C, Steuerung O. Und bei mir geht jetzt der Browser auf. Ja. Da kommt man eben jetzt zu Google, ganz klar. Aber natürlich ist es, wenn ich Enter drücke, und warum macht das sollte eigentlich funktionieren. Probieren wir das Ganze noch mal. Nochmal, das funktioniert eigentlich. Ja, es hat funktioniert. Der Browser ist wieder aufgegangen und ist auf Google gegangen. Das heißt, genau, hier kann ich einfach Links, auch wenn die zum Beispiel jetzt, ich kann ja Links nicht nur nach außerhalb setzen, sondern auch innerhalb eines Org-Mode-Files. Ich kann auch Links auf ganz andere Files setzen. Und da will ich einfach Return drücken und dann bin ich da. Use fast to do selection habe ich immer drin gelassen. Ich weiß gar nicht, wie sich Org Mode so wirklich ohne use fast to do selection
benimmt. Ich glaube, das ist, ach ja, ich glaube, das ist ja die Variante, dass ich nämlich hier mit Steuerung C, Steuerung T da unten das Ganze auswählen kann. Genau, das ist eben ganz wichtig. Das hatten wir letzte Woche schon in der letzten Folge. Und Org M Red May Splitline Nil. Das heißt, mit Alt Return kann ich ja. Schauen wir mal, ob das hier funktioniert. Wenn ich jetzt Alt Return mache, genau, macht er mir oben eine neue Ebene. Und hätte ich das nicht auf Null gesetzt, hätte mir das hier das Ganze, die Überschrift einfach zerhaut. Ja, dann wäre das nach oben gerutscht und nach unten, weil ich hatte den Cursor ja in der Mitte hier und dann hätte das es irgendwie gesplittet. Eine ganz komische Art von Org-Mode. Ich weiß auch gar nicht, wie sich so wirklich verhält ohne das. Also das brauche ich unbedingt, dieses Org-Mode Red May Split Line Nil. Genau. Solltet ihr euch auf jeden Fall in eure Init schmeißen. Okay, so viel zu den Convenience-Sachen. Und bevor wir zu den Org-Agenda-Anpassungen kommen, zeige ich euch jetzt ein bisschen, wie ich meinen Workflow in so einem Org-Mode-File abbilde. Dazu gehen wir jetzt mal nach oben. Und machen hier mal so diese Pseudo-Aufgaben hier auf. Also gehen wir mal hier eine Ebene tiefer. Grundsätzlich die kleinste Aufgabenebene ist für mich Next. Also Next bedeutet für mich einfach, was habe ich wirklich als nächstes zu tun? Und deswegen hat Next eigentlich auch immer entweder eine Deadline oder noch besser ein Scheduled. Ja, ein Scheduled heißt ja immer, wann beginne oder will ich diese Aufgabe beginnen? Wann habe ich vor, diese Aufgabe zu beginnen? Und genau, und wenn ich so eine Aufgabe beginne, wenn die jetzt ein bisschen länger dauert oder mehrere Aufgaben hat, also mehrere solche Next-Items, dann ist das für mich ein To-Do. Also ein To-Do, wie man hier sieht, hat zwei Next-Items. Ja. Sie hat auf jeden Fall eine Deadline, kann ich machen, muss ich auch nicht, aber eigentlich setze ich auch bei einem To-Do mindestens immer eine Deadline. Bis zu dem und dem Zeitpunkt will ich das wirklich erledigt haben. Und das ist eben das Wichtige. To-Dos haben für mich ganz praktische nächste Schritte drunter. Und deswegen setze ich mir auch meistens bei einem To-Do hier hinten so ein Reminder, wie viel ich denn schon erledigt habe. Das heißt, wenn ich jetzt hier runtergehe, ja, und das Ganze dann auf erledigt setze, seht ihr oben dann ja 2 von 2. So, wunderbar. Das heißt, ich sehe, okay, dieses To-Do ist auch geschafft und ich kann das Ganze auch auf erledigt setzen, auf dann setzen. Was gibt es generell für Tags noch? Dann wäre das Projekt. Ja. Also Projekte sind für mich einfach Dinge, die lange dauern und wo immer wieder To-Dos, Nexts, Meetings und so weiter und so weiter hinzukommen können. Deswegen ist ganz klar für mich sowas wie die Dissertation wäre ein Beispiel oder eine Forschungsgruppe, ja. Das ist einfach ein Projekt. Jetzt sehe ich gerade, ich habe ja meine Tags geändert. Ich muss hier mal das Tag noch ändern. Das ist hier jetzt. Wo habe ich es denn? Ja, genau. Ein Termin. Also, das ist zum Beispiel noch so ein nächster Punkt. Ein Termin. Ja, das sind einfach Dinge, die sind gescheduled, aber da habe ich nichts zu tun. Da muss ich halt anwesend sein oder sowas. Ja? Das ist einfach ein Termin. Genau. Dann gibt es für mich noch den Punkt Started. Started, das heißt, ich sortiere mir dann auch gerne,
diese Aufgaben meistens es startet ganz oben, mit was habe ich angefangen, wo arbeite ich gerade dran, ja. Dann kommt Next und dann kommt dann. Es gibt aber auch noch andere Stati, die ich gerne setze. Und das sind vor allem die Punkte, hier unten seht ihr es, Waiting. Und Waiting bedeutet einfach, da muss noch irgendjemand irgendetwas tun, ja, wie zum Beispiel hier Grafik an Melina schicken. Das heißt, Melina oder sowas wie, genau, Melina ist gerade im Urlaub. So, und dann sehe ich hier in meinem Logbook, okay, warum warte ich denn hier? Ach ja, Melina ist im Urlaub. Ich habe aber das Schedule hier gesetzt normalerweise. Genau, das heißt, ich werde auch täglich daran erinnert, dass ich hier noch was zu tun habe. Und Someday, ja, das ist, benutze ich immer selten in letzter Zeit. Es wäre noch so ein Ding, wo ich sage, okay, ich habe mir das hier mal notiert. Das ist was, was ich tun möchte, aber eben irgendwann. Und dann muss ich eben noch beschreiben, was mich dazu bewegt, das irgendwas zu tun. Und dann gibt es natürlich die Sachen, die so ein To-Do für mich abschließen. Und das ist natürlich unten, seht ihr das klassische Done. Ja, es ist einfach getan. Aber auch Cancelled und Delegated. Ja, ich kann ja solche Sachen delegieren. Ups, das ist natürlich nicht richtig, nicht Done. Delegated habe ich auf G. Und da kann ich dann sowas sagen wie. So, ja, delegated, und ich kann aber auch irgendwelche Sachen canceln, zum Beispiel so ein komplettes To-Do. Ja. Cancel, dann kann ich sagen, die Tagung wurde abgesagt. Okay, also das sind so für mich die wichtigsten To-Do-Keywords, die ich eigentlich benutze. Und das mit dem Logbook habe ich euch gezeigt. Und dann würde ich sagen, das ist eigentlich schon das, was ich am häufigsten benutze. Also so geht eigentlich mein täglicher Workflow. Ja? Projekte, dann To-Dos, die sammeln mehrere klare nächste Schritte, die ich auch meistens schedule. Also ich versuche immer zu sagen, okay, wann will ich denn damit anfangen? Ich setze mir das immer auf einen Punkt in die Zukunft oder auf heute und so weiter. Und eine Deadline setze ich auch meistens, damit ich einfach nichts vergesse. Ja, also eine Deadline, finde ich, ist sogar noch wichtiger als ein Scheduled. Gerade bei Projekten und To-Dos, die eben viele nächste Schritte irgendwie beinhalten. Ja. Nichtsdestotrotz, auch so eine Next kann natürlich noch mal so kleinere Unterschritte haben, an die ich mich einfach sowas zum Beispiel wie hier unten habe ich so ein Beispiel, lerne Emacs Lisp, ja, das ist so ein Projekt, sage ich jetzt mal, und dann habe ich hier zum Beispiel ein Item, das heißt Lease an Introduction to Programming Emacs and Emacs Lisp von Chaswell, und hier habe ich einfach für jedes Kapitel eine Checkbox angelegt und weiß ich genau, wo bin ich, wie viel habe ich noch zu lesen, und kann dann eben diese Checkboxen setzen. Also das mache ich auch ganz gerne, zum Beispiel auch bei irgendwelchen Serverarbeiten, die ich immer wieder zu tun habe, so Routinearbeiten, und dass ich da keinen Punkt vergesse, mache ich mir gerne solche Checkboxen. Das ist zwar ein echter nächster Schritt, den ich tue, ja, der ist klar definiert, aber der besteht halt wieder aus bestimmten Einzelteilen, die ich eben nicht vergessen möchte. Genau. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal zur Org Agenda. Ich mache jetzt das hier mal ein bisschen kleiner, damit wir mehr Platz
für die Org Agenda haben. Wenn ich mit. Ah ja, okay, die war schon geöffnet und die war gerade ein bisschen groß noch, gell? Ja, irgendwie kühlen wir die noch mal. Machen wir die noch mal auf. Jetzt sieht es schon ein bisschen besser auf. Und was ich eben gern mache, leider ist mein Bildschirm halt nicht so groß, aber ich glaube, ich kann es euch ganz gut zeigen. Man navigiert hier mit N und P, also für Next und Previews herum. Und jetzt sehe ich sowas wie erstelle Grafik. Ja, jetzt möchte ich das aber in dem Org-Mode-File sehen, auf was das passiert, damit ich vielleicht ein bisschen mehr sehe. Und dann gibt es den sogenannten Follow-Mode mit Shift F. Kann ich den Follow-Mode einschalten. Das heißt, ich sehe hier links meine komplette Aufgabe und wenn ich jetzt hier in der Org Agenda zwischen den verschiedenen Tasks hin und her springe, dann sehe ich links eben den Task, der zu tun ist. Und wenn ich die Tab-Taste drücke, springt mein Cursor in das Org-Mode-File hinein. Und ich kann hier das Ganze bearbeiten. Und ich kann aber auch, was immer ganz gut ist, zum Beispiel, ich habe irgendeinen Telefontermin und mit dem Follow-Mode sehe ich ja links die Telefonnummer, ruf an. Und dann bin ich hier noch in meinem Agenda-Buffer und da kann ich genauso Steuerung C, Steuerung T und dann auf dann kann ich zum Beispiel auch das Ganze auf erledigt setzen, auf dann. Ihr seht sowieso, hier sind so einige erledigte und wenn ich jetzt mit R den Buffer nochmal reloade, dann sind hier einige Tasks draußen. Ich sehe auch gerade, normalerweise ist es bei mir so, dass Aufgaben, die erledigt sind, also die einen grünen Status haben in der Agenda, gar nicht mehr angezeigt werden. Machen wir das mal so. Shift-Tab übrigens faltet alles wieder ein. Ja, kommt in so einen Ausgangspunkt, wo alles gefaltet ist. Ich schaue mir mal ganz kurz hier rein und gehe mal auf die Org-Agenda-Anpassung, ob ich die überhaupt hier in mein Testsystem übernommen habe. Org-Agenda skip scheduled if done ist eigentlich auf T. Das sind nämlich schon so meine ersten Sachen. Genau, der erste Punkt ist ja schon mal hier dieser Ageline-Mode, den ich hier auch wieder gerade anmache. Das heißt, die aktuelle Zeile, auf der sich der Cursor befindet, wird hervorgehoben. Und mit diesem Hook, ein Hook ist immer, es wird ein Mode gestartet, ein Major oder ein Minor Mode, und dann hakt sich etwas ein, ja, und dann passiert eben etwas, und das ist eben dieser Ageline Mode, ja. Der soll einfach immer an sein, wenn ich in meiner Agenda bin. Es hilft mir einfach. So, und das nächste ist eben eigentlich dieses Org Agenda Skip Deadline If Done. Das heißt, ich will ja nur die Aufgaben sehen, die ich auch wirklich tun muss in meiner Org-Agenda. Ja? Genauso auch Scheduled, also beide. Weder Tasks mit einer Deadline noch mit der Scheduled, wenn die dann sind, sollen die da nicht mehr auftauchen. Ich evaluiere das Ganze jetzt nochmal und dann schauen wir mal. Ob das Ganze klappt. Ich denke, dass ich die Org Agenda nochmal
Lass mich das jetzt hier nicht killen. Dann wechseln wir mal direkt hinein. Und dann öffnen wir sie nochmal. Ah. Jetzt ist schon das nächste passiert. Deswegen, es hat hier die Config für die Org-Agenda, wie ich sie gerne habe, eben nicht übernommen. Und gehen wir nochmal durch die Punkte durch, was sich jetzt geändert hat. Also wie gesagt, keine Deadline, keine Schedule, wenn sie dann sind. Dann Org-Agenda Span, Quote Day. A Quote ist nur so ein E-Lisp-Ding, aber das Wichtige ist, welchen Bereich soll denn die Org-Agenda überhaupt übernehmen? Und ich mag eigentlich immer nur den aktuellen Tag sehen. Standardmäßig ist es so eingestellt, dass Org-Agenda immer die ganze aktuelle Woche anzeigt, das habt ihr gerade gesehen, aber ich mag immer nur den aktuellen Tag sehen. Das heißt, wenn ich mal kurz auf die Agenda wechsle, dann seht ihr jetzt immer nur den aktuellen Tag. Ja, oben steht zwar immer noch die Kalenderwoche, aber mit B für Backward springe ich quasi die Tage hindurch und so mag ich einfach viel lieber meine Org-Agenda anschauen. Und ihr seht schon diese ganzen Tasks, Termine und so weiter, die auf dann stehen, die sind jetzt auch weg. Genau. So mag ich das. Dann gibt es hier noch die Sache Org-Agenda Windows Setup, Other Window. Das heißt, ich möchte einfach immer, dass die Org-Agenda nicht in dem Fenster, also aufgeht, in dem ich gerade bin, sondern eben ein neues Fenster gesplittet wird. Dann auch wichtig, Org-Agenda Tags Column minus 100. Das folgendes, wenn wir uns die Org-Agenda nochmal anschauen, schaue ich mal. Genau. Und zwar hier, dieses Work. Ich gehe mal hier mit der Maus hin. Das ist jetzt die komplette Breite dieser Spalte. Und normalerweise schiebt Org Agenda diese Tags ganz nach rechts. Ja? Aber wenn man einen großen Bildschirm hat, das heißt, dann hat man ja oft mehrere Windows unterteilt und dann passiert genau das. Das wird, wenn hier das Fenster zu klein wird, dann bricht es um. Da man aber mit einem großen Monitor, und ich habe hier leider jetzt gerade, bin hier gerade auf einem kleinen Laptop-Monitor, eigentlich viel Platz hat, mache ich einfach diese Spalte ein bisschen kleiner und dann bricht es eben nicht so schnell um. Ja? Diese Spalte. Das könnte ich sogar mit einem ganz großen Monitor auf minus 160 oder so setzen. Also, dass das noch kleiner wird. Weil ich habe viele Fenster und die sollen nebeneinander Platz haben und möchte das Ganze ein bisschen gedrückter darstellen. Ein weiterer Punkt. Org Agenda Show Future Repeats Nil. Das heißt, eigentlich ist es ja für meine Ansicht gar nicht mehr so wichtig, aber wenn ich in dieser Wochenansicht bin und ich habe jetzt zum Beispiel einen täglichen Termin, dann würde mir dieser tägliche Termin an jedem Tag angezeigt werden und ich will aber nur, dass er mir an dem aktuellen, also heute, wenn er heute fällig ist, soll er mir heute angezeigt werden und an den nächsten Tagen eben nicht, weil ich... Mir ist ja immer nur der aktuelle Tag wichtig. Org Deadline Warning Days. Hier kann ich einstellen, ab wann Deadlines in Org Agenda angezeigt werden sollen. Also hier seht ihr jetzt zum Beispiel, hier ist eine Deadline gesetzt und hier steht in 4 Tagen. In 4 Tagen, weil das ja heute ist. Und das heißt, wenn jetzt etwas in 14 Tagen ist, dann würde es hier nicht angezeigt werden oder in 8 Tagen. Aber ist es in
mindestens 7 Tagen fällig, wird es hier in der Org-Agenda angezeigt. Das heißt, ab wann möchte ich eigentlich erinnert werden, dass hier ein fälliger Termin ist? Genau. Oh, ich habe das hier zweimal übernommen, Org-Agenda-Tag-Columns. Das ist natürlich Quatsch. Ich schmeiß das hier nochmal raus. Okay, und dann ein weiterer Punkt, der für mich ja noch sinnvoll ist, sind eben Lokalisierungen, denn Org Agenda ist ja auf das US-amerikanische System standardmäßig eingestellt, was den Kalender angeht. Und das müsst ihr jetzt nicht alles merken, das könnt ihr einfach aus meiner Init gerne übernehmen, diese Lokalisierung. Ich habe die auch mir zusammengebastelt aus mehreren Tutorials, zum Beispiel aus dem sehr guten Org-Mode-Tutorial von Rainer König. Das verlinke ich hier einfach auch mal in die Shownotes. Und hier habe ich einfach die Kalendertage und Kalendermonate, dass die eben deutsch geschrieben werden. Dann zum Beispiel gibt es hier noch die sogenannte Seasons. Dann habe ich hier Feiertage eingeplant und hier nochmal jetzt Feiertage für Bayern, ja, die für Bayern gelten, habe ich hier einfach übernommen und damit können die eben auch in der Org Agenda mit dem sogenannten Journal auch angezeigt werden. Also ich sehe auch in der Org Agenda dann die Feiertage, die aktuellen. Ja, und das war es eigentlich schon so zu meinem Org-Mode-Workflow, zu meinen Anpassungen zur Org-Agenda. In der nächsten Folge, ich zeige mich mal lieber wieder, in der nächsten Folge werden wir uns etwas anschauen, was auch noch zu meinem Workflow gehört. Und das sind das sogenannte Org-Capture. Das heißt, wenn ich irgendeine Idee habe, wenn ich schnell einen Termin hinzufügen will oder irgendein To-Do hinzufügen will, dann habe ich so ein Capture. Das heißt, ich drücke eine Taste und Emacs schmeißt mir dann mehr oder weniger die Aufgabe schon fix und fertig in Org Mode rein. Das zeige ich euch das nächste Mal. Das gehört noch zu meinem Workflow. Und genau, wir schauen uns Org Agenda auch noch ein bisschen weiter an. Es gibt nämlich noch mehr Sachen, die ich in Org Agenda tun kann. Ich kann mir auch noch andere Sachen anschauen. Ich kann das Ganze auch ein bisschen customizen. Das heißt, wir bleiben in Org Mode. Wir bleiben hier noch beim Thema Projektmanagement. Aber es ist einfach so umfangreich, das ganze Thema. Und von daher würde ich sagen, ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr aufs Glöckchen drückt, sodass ihr auch informiert werdet, wenn die nächste Folge kommt. Und ich freue mich, euch wiederzusehen. Ciao, ciao, bis dann.